Mein Hase hat sich beruhigt, liegt jetzt hier ganz friedlich und ich hoffe, ich kann dann durchgehend hier dabei sein bei Crash 4, It's About Time. Genau, weiter geht's mit Übertrieben und da können wir gleich einen Live-Versuch machen, wie denn jetzt die neue Hitbox von Polar ist. Ich bin gespannt. Ich auch. Weil ich glaube, wir sowieso erstmal generell mit der Steuerung nochmal klarkommen. Der versteckte Edelstein ist nicht gut versteckt. Ich möchte ja eigentlich sagen, bei Polar muss man sich nur dran gewöhnen, aber es ist halt tatsächlich so, dass selbst wenn man sich dran gewöhnt hat, manchmal einfach aus so einem Viererblock dann plötzlich eine stehen bleibt, obwohl man sie eigentlich perfekt getroffen hat. Also ja. Es ist schon gut, dass man da was gemacht hat, was auch immer und wie auch immer das jetzt funktioniert. Das waren die drei schwierigsten perfekten Relikte auf jeden Fall. Vor allem das Torna. Die Torna-Variante war das Schlimmste bei mir. Es war für mich auf jeden Fall nicht das, was mich am meisten genervt hat. Das war definitiv irgendein Level mit den Guter, wahrscheinlich auch alle, weil die waren halt wirklich hässlich. Ja. So, perfektes Relikte First Try, nichts in diesem Level. Oh, Flash 4, Skifahrer. Also, Sonic Cortex. Das andere Crash 4, das japanische Crash 4. Ich bin noch sehr enttäuscht. Ich wurde hier angefragt für Crash 4, eine Crash 4 Aufnahme und habe jetzt Zornes Cortex erwartet. Jetzt habe ich ganz viele Fakten zu Crash Zornes Cortex rausgesucht hier, ja. Und jetzt bin ich hier plötzlich in so einem Spiel gelandet. Schlimm, ne? Ja. My disappointment is immeasurable and my days ruined. Wie auch immer. Ich habe ja beim letzten Mal noch kurz angeschnitten, dass wir da jetzt so einen interessanten Kollegen auf Twitter haben. Der hat irgendwie mal beim Super Flash Crash kommentiert, von wegen, du hast nur durchschnittlich 25 Zuschauer hier auf deinen Monotyp-Folgen, also seinem Podcast. Ist irgendwie voll scheiße oder irgendwie sowas, meinte der. Und dann habe ich auch nur so kommentiert, so, ja, Zuschauer bei einem Podcast, alles klar. Und seit ich quasi auf ihn reagiert habe, ist jetzt auch bei mir am Start. Ah, cool. Und ja, einmal hatte ich auf jeden Fall was von den Hasen gepostet, wo dann auch wieder irgendeinen blöden Kommentar abgelassen hat. Und von wegen, ich sollte meinem Mongo-Freund Super Flash Crash doch mal Bescheid sagen, dass er ihn entblocken soll. Das hat er dann tatsächlich mal getan, weil er ihn weiter beleidigen wollte, hat er noch geschrieben. Ach, so nett. Und dann meinte Rick so, ja, dann leg mal los, Kollege. Und dann meinte er nur so, ja, ist ja, bist ja ziemlich meinungsstark, du Typi hier, entblockst mich einfach nur weil ich das fordere, ja, das kommt aber nicht so gut und so. Dann meinte Rick auch nur so, ja, jetzt bin ich aber enttäuscht hier. Ich dachte, da kommt jetzt was und hat ihn wieder geblockt. Und jetzt gestern hat er dann wieder bei mir geschrieben. Da hatte ich halt gepostet, dass es bei den Zug-zu-Zitaten jetzt halt ein Update gibt. Mhm. Ja, und dann hat er halt irgendwie so geschrieben, so, ja, wen interessiert's denn, nutzt doch eh keiner oder sowas. Dann habe ich einfach nur so geantwortet, so, ja, wie deine Handynummer, wenn du jemandem die zusteckst. Ne? Dann hat er die nur geliked und meint, so Roffel, ne? Naja. Roffel. Also ein sehr, sehr komischer Typ. Auf seinem Profilgedöns habe ich dann auf jeden Fall gesehen, dass er viel auch beim Musician irgendwie auf Twitter kommentiert hat, von wegen so, ja, Spaß und interessiert eh keinen und ne. Und okay, interessant. Der hat ihn auf jeden Fall versucht zu melden, hat leider nicht geklappt. Davon hat er dann ganz stolz so einen Screenshot gepostet, von dem so, ja, hat nicht geklappt, mu. Naja. Das also war's. Das ist ein ziemlich komischer Typ. Oder er macht einfach einen neuen Account, wenn er geblockt wird. Ja, bin mal gespannt, wie lange ich den jetzt noch da an mir hängen habe. Ich will mal nur kurz anmerken, dass ich gerade wieder an einer sehr dummen Stelle gestorben bin, wie das halt gut zu dem Projekt passt. Ja, hier bin ich aber auch so oft gestorben, wenn ich dann schon 10 Versuche oder so erledigt habe. Irgendwie, je länger man das spielt, desto häufiger bin ich da gestorben. Ich hätte doch gerne noch die Maske gehabt, muss ich sagen. Einfach zur Absicherung. Ja. Aber okay, das habe ich dann doch hinbekommen. Das jetzt hier First Try of Perfect, das ist ja auch. Das ja. Geht nicht. Aber es würde jetzt zum Projekt passen, wenn ich jetzt den Rest alles perfekt hinkriege jetzt. Oh, ich habe das Rückblendenland nicht bekommen. Na ja, egal. Egal. Ich habe auch, glaube ich, langsam keine Dislikes mehr hier auf den Videos. Also die Hater sind da, die beiden Typen. Ah, ja. Haben irgendwie auch keinen Bock mehr. Ich erinnere mich.
der Herr Meier und der irgendwas Horrorshow. Virginia könnte bestimmt auch den ganzen Namen. Von dem. Okay. Vielleicht war die Pause ja auch dafür ganz gut, dass die keinen Bock mehr hatten. Gut möglich. Denken sie, wow, geschafft, er ist weg. Dann können wir ja gehen. Unsere Arbeit ist getan. Zum Beispiel, genau. Okay. Ich hoffe, wir kriegen alle Kisten. Ja, unter dreimal Sternen brauchst du da eigentlich auch nicht mehr, weil ich muss eh das Farbband holen. Ah, mein Farbband. So. Eine Brücke. Da hat wohl jemand eine Brücke gebaut. So, dreimal springen. Was ist damit? Die haben immer so komische Mottos. Oh, das hat mir so gefehlt. Schön für dich, Cortex. Hast du schon das Oster-Event gespielt heute? Ja. Ich nicht. Ich komme doch nichts Neues. Also ich war heute in Animal Crossing gestanden, aber ich habe Ost nicht angesprochen. Ich schon. Ich habe mir sogar einmal jedes Ei gegeben und dann habe ich es nochmal ein Kurbchen bekommen und verkauft. Ich habe tatsächlich noch gar nicht jedes Ei, weil ich immer zu faul war, eine Wackelaxt mitzunehmen und ein paar Bäume zu... Ich habe mir jetzt einfach nur just for fun heute mal die ganzen Eier geholt. Also sonst glaube ich, mit gar keine Eier. Und die Eier, die ich geschenkt bekommen habe, ja, die habe ich dann direkt verkraftet. Man muss ja auch 3000 Sachen craften. Achso, ja, das habe ich ja zum Glück mit dem Hin und Her gemacht. Ja. Würde ich dann auch irgendwann machen, wenn ich halt keine anderen Möglichkeiten, wenn es halt nicht mehr so andere Möglichkeiten kommt, was zu machen. Mhm. Wobei es beim Bauen eigentlich der Fall ist. Nur halt Werkzeuge bauen, werde ich halt so lange machen müssen, wie ich es auch. Naja, noch Insekten und Fische fangen muss. Mhm. Da habe ich auch 3440 jetzt bei beiden. Also, muss ich noch ein bisschen machen. Aber dafür habe ich alle, Nukmine Plus, also die 3000 Nukmine Plus Aufgaben gemacht. Also das fehlt mir noch. Ich kann nicht viel beeinflussen, ob das geht oder nicht. Also da, ob die 300 kommen mit dem Nukmine Plus, ich frag mich echt, was da mit dem Sound los ist, wenn du redest manchmal. Das fühlt sich bisher gut an, von der Hitbox her. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Jetzt bist du wieder schön. First Try bisher. Irgendwo kackt hier was komplett ab. Ich habe Spaß. Merkt man das? Mhm. Ich tatsächlich auch. Das ist echt angenehm. Also vielleicht bin ich auch einfach gut. Ich weiß es nicht, aber der eine Tod ist sehr ärgerlich. Ich würde jetzt gerne eine Kiste übersehen, muss ich sagen. Ernsthaft? Ein dummer Tod? Leute, was soll denn das? Aber ja, macht jetzt mehr Spaß, muss ich sagen. Hört man wenigstens mein dreckiges Lachen? Ja. Gerade bist ja, du wieder okay, gut dabei. Gut. Das ist gut. Das ist sehr ärgerlich. Ja. Gut, dann kriege ich das im Inverted Level direkt hin. Außer wenn es einen Edelstein hole, dann Grund, warum ich, das ist auch der Grund, warum ich das Level schwieriger finde auf Platin. Auf Platin sag ich schon hier, auf Perfekt als das Torner-Level. Warum? Wegen dieser Brücke. Ah. Ja, hat es eigentlich. Einmal hast du dann die Probleme damit und man hatte eigentlich auch eine Maske, die einen retten können. Also da diese Brücke. Die Sache ist ja.
Ja, die Sache ist bei der Brücke, also eigentlich alles andere, die Polarsachen und sowas und auch bei Torna, den ganzen Rhythmus und sowas, kann man halt eigentlich gut lernen, finde ich. Aber bei Brücke, ich weiß nicht, irgendwie, ich kann die nicht lernen. Ja, also ich finde es halt auch schwierig, irgendwie da mit diesen Elektrodingern umzugehen. Deshalb bin ich halt, wie gesagt, froh, wenn ich die eine Maske einfach mitnehme, die man vorher im Level bekommt. Die Elektrodinger sind halt wirklich einfach nur Timing lernen, finde ich. Und wissen, wie groß die Hitbox ist? Ja. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Torna. Bald kann ich deine Stimme ausmachen. Ich muss meine Jacke im Bermuda-Viereck verloren haben. Okay. Ich hoffe, ich denke an alle Kisten. Und tot. Also vielleicht schaffen wir das jetzt im First Try. Wobei ich sage, ob ich nochmal den Rhythmus lernen muss. Bei der Elektrizität. Ich will gerade, ich glaube, eingeschneit habe ich es auch direkt geschafft auf invertiert, aber ich mag eingeschneit auch ein schönes Level. Schönes Level, ja. Okay. Oh Gott! Man muss halt echt schnell sein, sobald der ausgeht, weil der geht sehr schnell wieder an. Und die späteren haben wieder ein anderes Rhythmus irgendwie. Oder eine Frau mit großen Eiswürfeln für meinen Kopf. Okay. Also hier springe ich halt wirklich immer schon, wenn er noch am Spatzen ist. Okay, das ist schon ganz gut. Weiß ich nicht, lasse ich mir auch mal einfach treffen, weil ich den Rhythmus nicht hinkriege. Aber da hat man ja noch keine Maske im normalen. Da auch einfach nur einmal ganz kurz halt auf die erste, dann auf die Kiste, dann auf den anderen und dann direkt hoch im Doppelsprung. Oder so. Ist die Plattform mal ein bisschen weiter oben. Okay, die Maske, die nehme ich sehr gerne mit. Dieses Viech da in der Mitte, da komme ich auch nicht drauf klar. Das war sehr elegant. Ja, oh Gott. Einfach gar keine Zeit vertrödeln, einfach durchrennen. Okay, ich bin gespannt, wie ich den Erdbeerbereich jetzt hinbekomme, weil der hat auf jeden Fall mehr Kisten. Und weniger Viererkisten tatsächlich. Deshalb fand ich den hier auch eigentlich angenehmer, weil, stimmt, ich fand den eigentlich angenehmer, aber der hat am längsten gedauert trotzdem. Aber hier gibt es weniger Viererkisten. Aber der hat trotzdem am längsten bei mir gedauert. Habe ich ja damals auch gestreamt noch über die Playstation und es hat lang gedauert. Ich finde die Sprungbereiche halt immer ziemlich schwierig. Stimmt. Da halt die Kisten wirklich alle zu erwischen und zu wissen, muss ich da sprinten, muss ich da überhaupt abspringen oder wie ist das? Oh, das hat mir so gefehlt. Mir nicht. Okay. Ja, das muss ich vorher schon aktivieren. Ansonsten, was kommt denn noch für Welten? Die Dinosaurierwelt, die Spacewelt, die Zukunftswelt und die Endwelt. Es kommen teilweise noch sehr schöne Level. Ja, der Großteil ist auch ziemlich blöd. Ja, das ist richtig. Weil ich auch auf jeden Fall gespannt bin, auch auf das Alien-Polar-Level. Hat dieses Spiel irgendeinen Namen? Ich glaube nicht, ne? Wüsste ich nicht, ne. Auf jeden Fall bin ich da auch gespannt, weil das habe ich am schnellsten geschafft von den drei Reitleveln. Und ich bin einfach mal gespannt, wie das dann laufen wird. So, komm mal rein, alles kaputt.
das war sehr gut getimed auf jeden Fall. Und alle Kisten, sehr gut. Und jetzt, ja, gerne das perfekte Relikt direkt. 122. Weiß ich gerade gar nicht, ob das gut ist, aber gut. Mal gucken. Hier gibt es mehr Kisten. Mal gucken, wie wir das schaffen. Bestimmt. Ja, guck mal, der hat die Kiste gerade kaputt gemacht, obwohl ich sie gar nicht berührt habe. So genau sehe ich das nicht. Ich sehe nur, dass die kaputt gehen. Ich habe übrigens den versteckten Edelstein nicht mitgenommen. Ja, dass du es nur genau siehst, das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall der versteckte Edelstein war im Tornerbereich und den habe ich nicht mitgenommen. Hier beim Pull. Ach nein! Das ist mir noch nie passiert. Glaube ich. Ja, die größere Hitbox. Das war bestimmt die größere Hitbox. Ist so einfach, dass das passiert. Hm? Hast du gelockt? Hallo? Was hast du gelockt? Ja. Hallo? Hallo? Hallo. 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 Hörst hallo, du mich nicht? Hallo. 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 Hörst du mich jetzt wirklich nicht? Ich höre dich. Okay, gut. Aber du hast mich da nicht gehört, oder? Ich hab dich irgendwas nicht verstanden, was du gesagt hast. Also gerade habe ich die ganze Zeit nur Hallo gesagt. Ja, ich weiß. Ich hätte nicht mal alle Wumpa prüft und den verborgenen Edelstein sowieso nicht und ich bin gerade unnötig gestorben. Nee, ich habe gesehen, dass du gestorben bist. Ja. Und ich habe gesagt, das ist gar nicht so einfach, dass man da dem Skifahrer stirbt. Mhm. Aber vielleicht liegt es in der größeren Hitbox vom Polar. Das kann sein. Aber voll machbar, also wirklich. Perfekten Relikt ist voll machbar. Aber irgendwie bei den Polarleveln scheint es mehr zu laggen. Ja, da passiert ja auch mehr. Die Verbindung ist dann irgendwie schlechter, oder ich weiß nicht. Ja. Dann ist es doch ein guter Grund, die beiden Level nicht mehr zu machen. Und wir machen jetzt alle gute Dinge, sind 4. Das kann ich auch schon Quälsch machen. Nee, aber da habe ich Bock drauf, dann das nochmal so probieren. Muss eine Hunde Nummer rein für invertiert und für das Flashback-Level und Tape und eben den Edelstein. Crash Bandicoot. Wurde auch Zeit. Es wird wieder so wie in alten Zeiten. Aber dieses Mal verläuft alles nach meinem Plan. Ich bin gespannt. Ich habe mein Luftschiff verbessert. Ein Regen tödlicher Riesenraketen. Ich muss auch sagen, Crash 4 hat gute Bossekämpfe. Ja. Aber es haben auch andere Spiele. Also gerade, also hier sind die schon am besten inszeniert auf jeden Fall. Aber ich bin nur bekannt. Du bist nicht so der Bosskampftyp? Nee. Der Schlag vor zwei ist dazu da, dich zu schlagen, nicht mich! Ich finde so, ist eine nette ich finde es immer eine nette Abwechslung zwischendurch. Und man muss ja auch eigentlich die nur zweimal machen und nicht irgendwie noch, keine Ahnung, perfekte Relikte sammeln oder sowas. Wobei man es auch hätte eigentlich machen können. Mhm. Aber ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. In manchen Spielen finde ich es halt interessant so, wenn die halt dann wirklich kreativ und innovativ gemacht sind, aber die meisten Bosskämpfe sind halt immer nach dem gleichen Schema so und bei Crash Cup kann man jetzt auch wahrscheinlich nicht so krass viel rausholen. Mhm. Der hätte lang genug ausweichen und dann angreifen. Es ist auf jeden Fall interessanter an sich als die alten Bosse. Mhm. Besser als der Tiki-Boss in Crash Insanity auf jeden Fall. Vergessen wir wieder, weil
Ja. Aber ich habe gestern dann wieder gesehen, dann bei SpongeBob, der letzte Kampf, der war ein Witz. Ich bin gespannt. Der Holländer war ja auch in der Schlacht ein Witz. Ich habe einfach nur Wand verstanden. Gestorben. Das war der Zaun des Cortex. In der Tat. Der Zaun des Cortex funktioniert diesmal auf jeden Fall besser als erwartet. Ja, du wolltest doch Crash 4 sehen, hier hast du den Zaun des Cortex. Ja bitte. Wo du gerade beschwert, dass es zu langweilig ist. Nicht ausweichen, du Cheater! Halt echt, kann man denn ausweichen? Was wohl passiert? Cortex hat teilweise auch ziemlich schlechte Bosskämpfe. Leitet Karo und der Boss in Quest 2 zum Beispiel. Oder keine Ahnung, den Boss Cortex-Kampf in XS finde ich eigentlich auch ziemlich nervig. Ja. Timing ist da so beschissen vor allem. Da bin ich auch mal gespannt. Der Dennis müsste dann auch irgendwann nochmal hier Entranced spielen. Wahrscheinlich dann halt 2-3 Jahren. Ja, irgendwann mit Ocarina of Time dann. Bin ich auch mal sehr gespannt. Müssen wir uns immer wieder im Kreis drehen? Bin ich auch richtig Bock drauf. Sag mir, Crash, ist das wirklich alles? Für immer? Ich wusste, dass du nicht klarkommst mit dieser simplen Aufgabe. Spotte du nur. Ich kündige. Falls du mich brauchst, werde ich auf einer tropischen Insel sein. Allein. Das trifft sich gut. Weißt du, ich sehe keinen Zweck mehr in unserem Bündnis. Ich habe einen neuen Partner und einen Plan. Du schmiedest Pläne ohne mich? Na klar. Der Spaltgenerator vermag noch viel mehr, als du dir je wirst vorstellen. Du wolltest Raum und Zeit doch einfach nur beherrschen, aber ich fange von vorn an. Lösche alles, beginne ein neues Blatt. Ich setze den Zeitstrahl zurück und gestalte ihn neu, wie es mir beliebt. Ich werde zu einem Gott. Das heißt, dich gibt es nicht. Und auch nicht diese hohlen Masken oder die blöden Beuteldachse. Was sagt dieser aufgeblasene Wichtigtuer? Soll er es mal versuchen? Ich schicke ihm die Stinkgabel in seine... Potenziell kriegen wir ihn zuerst. Es scheint, wir haben einen gemeinsamen Feind. Vielleicht lässt sich der ewige Kreislauf doch unterbrechen. Okay. Nett. Ich musste gerade die ganze Zeit auch Ratchet und Clank denken. Sieht knuffig aus. Tja, dann geht's jetzt in die Vergangenheit. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von dieser Welt. Ja, ich finde sie okay. Okay, komm Papa, wir gehen jetzt rüber. Und weg ist er. Keine Angst, Opa, wir sind schon fast da. Er gibt uns Dimension 88 Millionen Torquash Bandicoot. Vor und auch vor unserer Zeit tatsächlich. Hier gab es. Das ist wirklich ein angenehmes und schönes Level. Das stimmt. Weil ich für den Anfang ein bisschen. Weil eigentlich ist es okay. Weil ich kenne auf jeden Fall noch die versteckte Kiste, die jeder Let's Player übersehen hat. Ja, genau. Sobald man die halt kennt, ist eigentlich alles okay. Zumindest alles das Gute ist ja, die richtig fies versteckten Kisten, die merkt man sich, aber halt die Kisten, die so okay sind, die merkt man sich halt nicht. Wie ja die ganzen Trauner-Kisten im Hintergrund. Ja. Ich finde schon, dass man. Ich merke sie mir schon irgendwie. Ich weiß, da könnte was gewesen sein, dann gucke ich dann nochmal genauer. Okay. 110 Kisten ist auch. Wenig.
Hier gab es ja auch die. Nee, die gab es hier nicht. Die Masken, die kommen erst im. Also die Klon-Masken. Ja, ich glaube, die kommen erst später. Die kommen im nächsten Level. Oder im übernächsten. So. So. Ich hoffe, ich habe alle Küsten erwischt. Aber dürfte ich. Hier auf dem Typen ein bisschen rumhopsen. Okay. Was es ja doch wieder gibt, sind die Slide-Passagen, wo man halt auch letztendlich auch wissen muss, wo die Küsten sind. Teilweise. Ja. Oder halt einfach gut gucken können. Am Anfang muss man schon sehr schnell reagieren, vor allem in dem, da in dem Karnevals-Level. Da musste man sehr schnell reagieren. Ja, das stimmt. An einer Stelle ganz am Ende. Ja. Ich kümmere mich jetzt aber nicht um die Flashback-Tapes. Ich will jetzt einfach mal. Ich will dir Content bieten. Da muss ich jetzt eigentlich jedes Level nochmal neu machen. Okay, außer das erste, was wir heute gemacht haben. Das nicht. Aber die anderen dann schon. Naja, ist okay. Ich bin gerade irgendwie immer noch gut gelaunt, dass die, das Eisbären-Level so, eigentlich so gut geklappt hat. Bis auf der dumme Tod natürlich, klar. Ja. Aber so vom Polarabschnitt. Einfach mal, dass der einfach mal First Try war. Ja, der war echt gut. Also beide. Mhm. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ja, die haben da was gemacht. Die Hitbox von Polar vergrößert. Aber meine Vermutung ist, dass jetzt auch, dass Deathwing auch an dem Skifahrer gestorben bin. Müssen wir halt noch mal im Auge behalten. Das wäre halt, ja. Muss man da entsprechend aufpassen, ja, aber es ist halt dann auch okay. Man muss sich einfach nur darauf einstellen, dass man es da wäre, halt. Es wäre trotzdem besser. Mhm. Ja. Genau, man muss es dann wissen, aber der Vorteil überwiegt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, definitiv. Der versteckte Edelstein noch? Ich hatte das Gefühl, der war hier schon, aber okay, die Stelle kommt. Nein, die Stelle kommt noch. Es gibt da mehrere von diesen Grenzeleite-Passage. Das ist so angenehm, hier auf Zeit mit Superman einfach durchzurauschen. Ja, das glaube ich. Wo habe ich eigentlich aufgehört in den Zeitrelikten? Ich glaube, irgendwo im Bermugalas Orbit. Ja, ich erinnere mich noch bei dem Dingo-Dial-Level hier, habe ich aus Versehen Platin bekommen. War auch nett. Da hinten ist es auf jeden Fall. Ich glaube, das müsste Lolo sein. Stimmt, dann ist es doch das Level hier mit den Masken. Hm. Dann haben wir auch schon eine verpasst. Oder Pyro haben wir schon verpasst. Oder Pyro. Der Wald von Firone. Oh Gott. Das war. Diese Stelle war mies. Da muss man auch einen richtigen Rhythmus haben. Aber es ist eigentlich nicht schwierig, man darf einfach nur den Sprung durchziehen und einfach nur normal ganz leicht springen immer. Mhm. Ich üb das noch schon mal. Die eine Kiste hast du jetzt aber verpasst. Ja, die habe ich verpasst, ich weiß. Ich muss jetzt irgendwie gucken. Ja. Ich hab die kriege. So, vielleicht kannst du hin und her springen. Vielleicht klappt das. Ob das überhaupt Zeit klappt? Ja, ich würde wieder zurückkommen, aber ich glaube, ich komme nur hoch. Da hoch, wenn die TNT-Kiste noch da ist. Das sah machbar aus, finde ich. Also, das ist da hin und wieder zurück bei der Kiste, ja, aber ich muss dann auch hochkommen. Entsprechend. Oh, das könnte vielleicht auch dann hier funktionieren. Ja. Also, ich könnte dann nochmal experimentieren, wenn ich nochmal verkacke. Ja, das sieht machbar aus. So. Ich darf halt gar keinen Doppelsprung machen. Einfach durch, dann schafft man das. Mhm. Da muss man halt entsprechend noch erstmal hinkommen. Wie war dein Urlaub?
tot. Ich hatte einiges zu tun eigentlich, also ich hatte irgendwie nicht so wirklich Leerlauf. Na gut, ich habe halt auch viel einfach in der zurück zur Zitate-Seite gemacht. Mhm. Das ist theoretisch ja auch schon eine gewisse Arbeit, weil das basically ja meine Arbeit ist, sowas zu programmieren, also das ist ja auf freiwilliger Basis hier entstanden. Mhm. Aber gerade den ersten Teil der Woche, da war ich ja dann das Auto anmelden, das neue und abholen und ja, meine Mutter hat ja dann quasi mein altes übernommen, dann nochmal erstmal wieder überbrücken, damit es überhaupt wieder läuft und ja, dann halt das hier überhaupt abholen und so und ja, hat alles ein bisschen Zeit auf jeden Fall in Anspruch genommen. Gar nicht. Mittwoch habe ich, glaube ich, Mittwoch bin ich da mal ein bisschen weiter weg einkaufen gefahren. Ja, und ab dann habe ich eigentlich nur noch wirklich hier entwickelt hier. Auch recht wenig aufgenommen und sowas. Habe da ziemlich viel Zeit reingesteckt aktuell. Aber an sich, ja, war recht entspannt. Trotzdem. Brauchst du diese Kisten hier eigentlich? Ja, auch die ist ganz gutes Wetter, da konnte man... Brauchen wir diese Kisten hier eigentlich? Ich hoffe nicht. Ich bin gerade ein bisschen... Ich muss gerade nochmal das Bonuslevel kennenlernen. Ja, das Wetter war schön, das stimmt. Ich glaube, die bräuchte man noch ziemlich wieder rüberbekommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall hier diesen Schalter nicht mitgenommen. Gerade. Ist aber auch mies, also dass er... Du musst ja ganz zum Anfang nochmal für diese drei Kisten. Mhm. Also kommst du ja nicht mehr hoch. Aber ich sage, jetzt kommen halt auch hier nicht mehr hoch. Also ich guck einfach mal, ob ich dann einfach hier direkt wieder hochkomme. Ich nicht, ja, muss ich da rüber, dann komme ich da wahrscheinlich doch noch hoch. Dann muss ich ja da drüben hochkommen. Alala. Hopp und hopp. Ja, okay. Nee, aber kannst du nicht von der... Oder so. Was warst du gerade lang? Nee, ich dachte, du kommst ja auch von der Trampolinkiste sonst vielleicht nach oben, aber wenn du da so hoch kommst, geht ja auch. So, ganz wichtig, noch einmal aufspringen, hopp und hopp. Aber wenn und weg hier. So, geht doch. Ja, geht doch. Geht doch. Hopp und hopp und hopp. So. Ja, man kann übrigens die TNT-Kisten kaputt, die Nitro-Kisten kaputt machen. Ja. Habe ich im ersten Mal auch komplett verpeilt. Und Schmetterling fangen. Oh Gott. So. Ich hab's doch fast geschafft, Leute. Oh Gott. Das war knapp. Okay, ich bin zweimal drum gestorben, ich erinnere mich. Bin ich dumm gestorben oder war das? Ja, okay, es war bei der Rutschpartie. Das ist okay zu sterben da. Wenn du der Ansicht bist. Also später natürlich nicht mehr, aber jetzt beim ersten Mal nochmal hier rein wieder. Nein. Kann man das mal machen. Ja. Okay, der versteckte Edelstein, der kommt auch gleich. Und hier ist der versteckte Edelstein im Inventiert-Modus. Oder hier vielleicht? War hier oben eine Kiste? Oh ne, hier war der versteckte Edelstein, weil man da. Aber stimmt, man muss ja irgendwie hier dran vorbeispringen und dann den Edelstein bekommen. Ich muss das trotzdem nur. Du kannst ja sonst auch von hinten hoch, oder? Ja, ja. Müsste auch aufgehen. Aber für den versteckten Edelstein muss man noch sagen können.
Aber das ist ja jetzt noch kein Thema. Zum Glück. Also der invertierte, versteckte Edelstein. Und letzte Rutschpartie. Wo war der versteckte Edelstein? Der kommt gleich, ne? Ja, ja, da kommt er gleich. War der nicht da schon? Oder kommt der jetzt noch? Nee, kommt ah. Ja. Ja, eine Kiste nicht. Mhm. Da kommt man dann nicht so schnell hin und her. Mhm. Also sagen wir mal, wenn ich gewusst hätte, dass die Kiste da ist, dann hättest du es wahrscheinlich sogar geschafft. Aber es habt ihr halt einfach nicht mehr im Kopf gehabt. Mhm. Jetzt kann ich einfach hier bleiben, rübergehen und jetzt hier rüber. Das sind eigentlich recht angenehme Rutschpartien hier wieder. Oder Slide-Partien, wie auch immer man das nennt. Greinschuhe. Und tot. Vier Nitro-Kisten, bestimmt gibt's nur drei. Okay, gut. Haben wir übrigens alle Edelsteine? Ja, müssen wir haben. Ja, sehr schön. Kein Kostüm freigeschaltet, dafür brauchen wir schon 8 Edelsteine. So. Hast du noch Lust, eine Folge gleich aufzunehmen? Da bin ich. Was? Ich war gerade. Es ist gerade wieder ein bisschen. Ja. Nochmal bitte. Nein. Nein. Okay. Sorry. Es ist okay, ist okay. Ist okay. Dann vielen Dank, dass du dabei gewesen warst. Es war sehr unterhaltsam. Für mich zumindest. Für dich hoffentlich okay. Auch. Und beim nächsten Mal ja, mache ich wahrscheinlich nochmal die alten Level. Und tschüss. Ciao.